Eine Berlinerin hat am Sonntagmorgen ungebetenen Besuch gehabt. Eine Spinne saß an ihrer Zimmerwand. Weil sie im Netz nicht fündig wurde, fragt sie nun die Facebook-Gemeinschaft. Zitat: Kann mir jemand Infos über die Spinne geben? Ist sie giftig? Sie sei etwa 3 cm groß mit rötlichen Beinen. Die Nutzer sind sich nicht einig. Einer schreibt, Zitat: Keine Panik vor Spinnen, das sieht nach einer ganz gewöhnlichen Kellerspinne aus. Wieder andere schreiben von Bombardier- oder Winkelspinnen. Na was denn nun? Eine hilfsbereite Userin bot der Berlinerin für die Zwischenzeit ein Bett zum Übernachten an.